dass ich ein kleines Ei habe? Eh, warum ist das Ei so groß? Was für ein Albtraum! Haha, es scheint, dass Vita wirklich Pech hat. Hör auf zu lachen! Komm schon, Casey, iss dein Ei. Auf keinen Fall, Alex, du machst das zuerst. Naja, lass mich dieses Ei schütteln. Ich werde einen Bissen probieren. Irgendwas funktioniert es nicht. Ups, ich habe etwas für dich alles. Hier, bitte sehr. Danke, Casey. Okay, los geht's. Oh nein! Oh nein! Ah! Das ist ekelhaft! Ah, ein riesiges Eigelb! Igitt, mir wird das schlecht! Was für ein Gesicht hast du, Alex? Na los, iss dein Ei, Casey! Einfach, sieh mal, was ich habe! Hm, was hat sie? Nun, wir müssen erst alles vorbereiten. Jetzt das Ei in der Bratpfanne schlagen. Und braten. Voilà, das perfekte Rührei ist fertig. Wow! Zeit zum Essen. Mm, das schmeckt so gut. Jetzt bist du dran, Vita. Come on! Oh nein! Was ist da drin? Okay, hier gibt es ernsthafte Maßnahmen. Aua! Wow! Ich brauche hier etwas, um mich zu schützen. Was wird sie tun? Huhu. Vorsichtig! Vita, hör auf! Das tut uns weh! Schauen wir mal, was drin ist. Das sind eine Menge cooler Süßigkeiten auf einmal. Mmm, lecker. Vita, teile mindestens einen Leckerbissen mit mir, bitte. Nun, na also, nehm den. Also gut. Oh, vielen Dank, Vita. Ja, danke schön, das ist so nett von dir. Oh, so hübsch. Mi, mi, mi. Wow, was für ein tolles Müsli ich habe. Es ist einfach unfassbar. Es ist so riesig. Sieht aus, als hättest du Pech gehabt, Vita. Hey, lacht so viel, wie ihr wollt. Oh, das ist so ein schönes Klingeln. Eh? Nur eine? Ich habe noch Milch. Ein Tropfen? Nur ein Tropfen? Das ist das Problem. Haha, arme Vita. Iss lieber dein Müsli, Alex. Ich bin voll dafür. Juhu! Miam, miam, miam. Und jetzt Milch trinken. Ja. Wow, das sieht super lecker aus. Jetzt alles auf einmal. Juhu! Oh, wie gierig er doch ist. Ja, sieht nicht mehr so appetitlich aus. Wow, das war fantastisch. Casey, jetzt bist du dran. Oh, wie soll ich denn so viel Milch trinken? Hm, hier ist eine Idee. Das ganze Müsli in eine Schüssel schütteln. Yeah. Oh, was für eine Menge Müsli Casey hat. Wow. Flockenregen. Yeah. Fang das Müsli. Fang das Müsli. Und jetzt fügen wir etwas Milch hinzu. Ja. Einfach großartig. Juhu. Es ist eine gute Zeit zum Essen. Das ist einfach unglaublich köstlich. Hm, ich frage mich, wie lange sie brauchen wird, um alles zu essen. Schau mal, wie lustig meine Schwänze sind. Puh, ich habe endlich alles ausgegessen. Was ist passiert?
Ich glaube, da hat jemand zu viel gegessen. Oh, mir geht es nicht gut. Das ist ein schöner Kuchen. Wow, was für ein großer, leckerer, cooler Kuchen. Hey, Vita, schau mal, was Casey da hat. Wow! Ah, was für einen tollen Kuchen ich habe. Oh, was für einen kleinen Kuchen du hast, Alex. Ja, ja, Alex hat einen sehr kleinen Kuchen. Lach nur. Und ich glaube, ich fange jetzt an zu essen. Und ich habe sogar eine Gabel und ein Messer. Ja, ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Lecker. Wie köstlich ist das? Wie köstlich er ist. Komm her, mein Kuchen. Das hat wirklich gut geschmeckt. Komm schon, Vita, du bist dran. Du musst mich nicht lange auflehnen. Das ist köstlich. Oh, das ist super lecker. Oh, wie schlampig ist ihr Essen. Ich möchte alles aufessen. Haha, sie ist ganz blau geworden. Ja, das ist so witzig. Warum lacht ihr? Iss lieber euren Kuchen. Casey, du bist dran. Ich bin voll dafür. Oh, ich kann mir das nicht ansehen, Igitt. Lecker. Casey, pass auf. Nein. Was ist mit euren Gesichtern los? Ah! Oh, sie wurde von ihrem eigenen Kuchen genagelt. Puh, das ging vorbei. Aua! Und das ist auch etwas, das man genießen kann. Wieder lecker. Ich möchte auch ein bisschen. Wo sind wir gelandet? Ich denke, das ist eine neue Challenge. Wie aufgeregt. Kann ich bitte anfangen? Ich bin sicher, dass in diesem Safe etwas Leckeres ist. Falsch geraten, aber das ist auch ziemlich cool. Es gibt einen Berg von Pop-Its. Sie sind irgendwie komisch. Sie riechen zu gut. Wow, es geht also doch um Essen. Mila, hast du den Verstand verloren? Gummis kann man nicht essen. Du verstehst gar nichts. Das ist kein echtes Gummi, das ist Weingummi. Es ist so lecker. Ich möchte alles auf einmal essen. Es passt kaum in meinen Mund, aber ich kann alles schaffen. Du hast Glück. Wir sind neidisch. Genau. Ich hätte nichts dagegen, es einmal zu probieren. Es war köstlich, aber ich bin vollgestopft. Gibst du uns dann den letzten Pop-It? Ich schlage vor, wir nehmen es selbst, ohne zu fragen. Eigentlich sehe ich alles. Ihr dürft mein Pop-It nicht anfassen. Ich schaffe das ganz gut allein. Schon gut, ich kümmere mich um meinen Safe. Was zum Teufel ist das? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, es bewegt sich. Oh nein, es sind lebende Würmer. Was für ein Albtraum. Ich möchte nicht in deinen Schuhen sein, Juli. Nimm das weg von mir. Ich glaube, deine Würmer sind direkt Mila getroffen. Was hast du getan, Juli? Hol mal alles weg. Beruhige dich, wir brauchen einen Staubsauger. Mila hat einen Wurm direkt vor der Nase. Aber das ist überhaupt nicht lustig. Alex, hilf mir. Mila, keine Sorge, ich werde das jetzt auch putzen. Mach den Staubauge aus, er saugt an meinen Lippen. Das war wirklich lustig. Wow, schau mal, was aus Mila geworden ist. Meine Lippen sehen aus wie aufgeblasene Knödel. Das ist alles eure Schuld. Alex Schuld. Er lachte ständig und lenkte mich ab. Es ist an der Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Was hast du getan, Julie? Mein Mund ist voll mit Würmern. Aber jetzt können wir gut lachen. Übrigens, hast du deinen Safe-Hülle vergessen? Da ist eine seltsame Dose drin. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht soll ich es probieren. Wie schmeckt es? Irgendwas scheint mit mir zu passieren. Aber ich verstehe nicht, was es ist. Mila, schau mal, Alex wird ganz klein. Ganz genau. Es steht ihm. Er sieht wirklich süß aus. Alex, halt dich gut fest. Ich hebe dich auf den Tisch.
Danke, Mila. Aber du hättest ein bisschen vorsichtiger sein können. Wie sehr wir dich mögen, Alex, so soll es immer bleiben. Solange es mich nicht stört. Wow, Bob It. Endlich kann ich es ausprobieren und auch gleich drauf springen. Oh, großartig. Das ist sogar besser als ein Trampolin. Was machst du da, Alex? Genieße mein Leben. Er ist ja wirklich ein süßer Kerl. Dieses Luftkuss schicke ich dir. Puh, das war's. Ich höre auf, herumzuspringen. Ich bin sehr müde. Wollen wir dann ein bisschen spielen? Noch mehr? Ich möchte keine Dummheiten machen. Du hättest mich überhaupt nicht beißen müssen. Du hättest einfach Nein sagen können. Aber es macht so viel Spaß. Spaß, sagst du? Ich zeige dir, was wirklich Spaß macht. Kämpfen. Was hast du vor, Juli? Sie will, dass ich den Wurm besiege. So einfach ist das. Ich besiege ihn mit einer Hand. Bis jetzt klappt es nicht gut. Das ist okay. Ich habe immer noch eine Chance zu revanchieren. Gut gemacht, alles. Du gewinnst. Nimm das, du dummer Wurm. Noch ein bisschen. Ich gewinne. Du bist so stark. Super. Du hast uns schon überrascht. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, zurückzukehren. Du bist wieder ganz normal. Und darüber bin ich froh. Kann ich dieses Mal anfangen? Wir sind nicht dagegen. Wow, habt ihr das gesehen? Ich habe ein brandneues iPhone bekommen. Das ist so cool. Das ist kein Grund, bei deinen Freunden anzugeben. Ihr solltet alle neidisch auf mich sein. So ein Handy könnten ihr nie haben. Alex, geh aus dem Bild. Gib es mir. Ich nehme dein Handy. Oh, alles verstanden. Es wird lange dauern. Gebt es mir. Jetzt reicht es aber. Was machst du, Mila? Gib das iPhone zurück. Stört mich nicht. Ich spiele gerade. Eigentlich wollte ich das auch. Na und, das ist mir egal. Was habt ihr getan? Ihr habt mein Handy fallen lassen. Ups, es ist so peinlich. Was ist los mit ihm, Alex? Sag es mir. Es ist besser, wenn du es nicht siehst. Oh nein, nicht das, es ist kaputt. Es tut uns leid, Julie, wir wollten es nicht. Lass uns nicht streiten, lieber sehen wir, was in meinem Safe ist. Ich glaube, ich höre ein seltsames Geräusch. Was ist da drin? Ich kann es nicht raus. Es gleitet von mir. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ein Frosch. Meinst du das erst? Das kann nicht sein. Hilfe, nimm den von meinem Kopf ab. Tut mir leid, aber ich kann ihn nicht anfassen. Puh, ich glaube, ich habe ihn losgeworden. Nein, es ist auf mich gesprungen. Das ist so witzig. Igitt, das ist so schleimig. Nehmt ihn weg. Was hast du getan, Juli? Ich hätte ihn fast verschluckt. Oh. Ich glaube, wir hatten umsonst so viel Angst vor ihm. Seht nur, wie süß er ist. Und wenn er ein wunderschöner Prinz ist, ich werde versuchen, einen Frosch zu küssen, um den Zauber zu lösen. Hat es funktioniert? Oh. Mila hat den Frosch geküsst. Na und? Das musste ich überprüfen. Aber ich will sehen, was in meinem Safe ist. What? Da ist eine Art Zylinder drin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Probier ihn an und schau, ob er dir passt. Oh. Vorsicht, Mila, dein Frosch ist schon wieder weg. Schau, was aus ihm geworden ist. Jetzt sieht er aus, als wäre er aus Schokolade. Nun, er sieht tatsächlich so aus. Wow, das ist definitiv Schokolade. Das ist lecker. Ich habe verstanden, wie dein Zylinder funktioniert. Und ich weiß auch schon, was ich da reinlegen werde. Was machst du da, Juli? Schon getan. Ich habe mein kaputtes Handy in Schokolade verwandelt. Großartige Idee. Es schmeckt so gut. Ich muss auch etwas zaubern. Aber ich habe nichts. Schau mal, Juli. Alex hat sich in Schokolade verwandelt. Was machst du da, Mila? Wozu brauchst du seinen Finger? Halt, esse ihn nicht. Du hattest recht, daran habe ich nicht gedacht. Ich weiß, wie wir Alex zurückbekommen. Wir müssen nur den Zylinder ausziehen. Danke, Juli. Ich bin an der Reihe, der Erste zu sein. Ich glaube, dieses Mal habe ich ein gutes Zeug bekommen.
Wow, ein Schokoladenmilchshake. Das sieht fantastisch aus. Teilst du mit uns? Ich muss ihn zumindest zuerst aufmachen. Du bist nicht selbstständig. Du sollst hier drehen. Danke. Und jetzt teilst du mit mir? Nein, natürlich nicht. Wie konntest du nur an so etwas denken? Ich werde alle selbst trinken. Übrigens, es ist sehr köstlich. Geizhals, ich habe dir geholfen. Na gut, dann nimm was. Was hast du gemacht, Juli? Du verschüttelst so meinen ganzen Cocktail. Und wenn du teilen würdest, hättest du noch mehr übrig? Sehr witzig. Jetzt ist Mira dran. Okay. Ich will ihn nicht öffnen. Das ist bestimmt etwas Ungenießbares drin. Bitte sehr, ein stinkender Fisch. Ich habe es gesagt. Was soll ich denn damit machen? Ich kann es nicht in den Mund nehmen. Beeil dich und iss, sonst ersticken wir. Aber das will ich nicht. Nur für euch. Ich bin bereit, das zu tun. Wie ekelregend, ekelhaft. Ich werde nie wieder in meinem Leben Fisch essen. Du hast noch ein bisschen übrig. Iss bitte schnell auf. Okay, okay. Ich glaube, ich würde lieber den ganzen Fisch essen. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ich hätte nicht gedacht, dass Mila dazu fähig ist. Vorsichtig! Du hast mir einen Fischstachel ins Gesicht geworfen. Aber es war trotzdem lustig. Nicht wirklich. Mache deinen Safe auf. Hier ist eine Praline drin. Was soll ich damit machen? Ich glaube, ich werde es einfach essen. Es schmeckte gut, aber war sehr, sehr wenig. Das ist eine seltsame Leckerei. Einverstanden. Oh, was passiert mit mir? Du hast Süßigkeiten überall auf deinem Gesicht. Und meine Hände auch. Ach du meine Güte, die Süßigkeiten waren also doch magisch. Schaut mal, die neuen Süßigkeiten ersetzen die alten Süßigkeiten. Okay. Darf ich auch eine probieren? Großartig, es schmeckt so gut. Schau, jetzt bin ich auch mit Süßigkeiten bedeckt. Fantastisch, ich mag es so sehr. Willst du auch, Mila? Nein, danke. Ihr seid so seltsam. Juhu, neue Saves. Ich bin bereit, meinen zu öffnen. Wow, das ist ein Glas Nutella drin. Stimmt, wie groß ist es? Super. Pass auf, wo du den Müll hinschmeißt, Juli. Aua, das tut weh. Entschuldigung, die Nutella hat mich so unaufmerksam gemacht. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Schaut nur, wie schokoladig. Eine echte Leckerei. Ich will auch welche. Großartig. Ich habe ein bisschen gehabt. Super. Hey, du kommst zu nah zu meiner Nutella, Alex. Ich werde sie niemandem geben. Juli, du bist total schmutzig. Na und? Oh nein, meine Hand hat im Glas gesteckt. Sieht aus, als bräuchte jemand dringend Hilfe. Sieh, Alex, ich will nicht mein ganzes Leben lang so herumlaufen. Ich ziehe, aber sie kommt nicht raus. Hilfe, ich falle. Aber du hast doch gesagt, ich soll ziehen, oder? Wow, jetzt haben wir ein Glas Nutella. Wenn ihr mich fragen wollt, wie es mir geht, alles ist in Ordnung. Ehrlich gesagt, wir wollten nicht fragen. Warum hast du meine Nutella genommen? Oh, es ist so gut, dass noch etwas übrig ist. Zeit zu sehen, was in meinem Safe ist. Igitt, holt sofort eure Gasmasken. Das ist Schimmerkäse. Wir brauchen keine Gasmasken, wenn du ihn sofort isst. Ich glaube, Mila braucht unsere freundliche Hilfe. Eigentlich nicht. Ich habe um Hilfe nicht gebeten. Ich glaube, es hat funktioniert. Du hast fast alles aufgegessen. Wie ist das möglich? Ich muss gleich kotzen. Ich kann mich kaum noch halten. Es ist gut, dass das alles geklappt hat. Okay. Jetzt fehlt nur noch mein geheimnisvoller Safe. Ich glaube, das ist ein schwarzes Loch drin. Worauf wartet ihr noch? Ich bin hungrig. Wir warten auf deine Anweisung. Ich möchte, dass ihr in der ersten Runde Pasta für mich zubereitet. Pasta? Okay. Gut. Okay. Oma, wach auf! Die Enkelin will Nudeln. Nudeln? Ganz einfach. Ich habe schon mehrmals Spaghetti für sie gekocht. Also nichts Schweres dran. Alles nach einem klassischen Rezept. Entschuldigung, das ist alles Mehl. Ja, du hast mich und meine Großmutter gut mit Mehl umgehen. Entschuldigung noch einmal, ich möchte Spaghetti selbst kochen. Nach dem Mehl gehen die Eier. Ich kann sogar damit jonglieren. Oh, halt. Entschuldigung wieder.
Ich habe immer gedacht, dass ich ein guter Jongleur bin. Nun, wenn der Teig fertig ist, muss man ihn in kleine Kugeln aufteilen und jede Kugel in eine bestimmte Farbe färben. Dann, mit Hilfe einer speziellen Maschine, werde ich selbst den Teig in Nudeln aufschneiden. Um es zu tun, muss man einfach den Teig in dieser Maschine vorsichtig rollen. Ich finde, es klappt cool und sehr originell. Alle haben einfache Nudeln und ich habe Spaghetti in Blümchenform. Oma, alles gut? Alles in Ordnung. Meine Enkelin hat immer die normalen Spaghetti mit Ketchup geliebt, also warum sollte ich sie nicht genau die anbieten? Wednesday, nur du bist noch übrig. Ding, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte nicht, dass meine Nudeln wie klassisch aussehen. Für mich sind sie zu hell. Wenn man ein wenig schwarzen Farbstoff hinzufügt, wird das genau so sein. Ich werde auch Ketchup hinzufügen in der Rolle des Blutes. Übrigens werde ich zusätzlich die Gummibärchenaugen dazu mischen, damit sie die Komposition ergänzen. Baby, bist du bereit zu probieren? Ich weiß sogar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht werde ich als erstes die klassischen Nudeln meiner Großmutter probieren. Ich liebe sie seit meiner Kindheit einfach. Ich denke, dieses Mal ändert sich nichts dran. Wie ich auch gedacht habe, lecker und einfach. Als nächstes kommen die Nudeln von Enid. Die sind natürlich sehr, sehr schön und sehr süß. Ist echtes Kunstwerk. Ich möchte es nicht einmal essen. Enid hat auch zusätzliche Nudeln hinzugefügt. Genau, sie sehen aus wie Zähne eines Vampirs. Sehr schrecklich. Die Nudeln sind nicht gekocht, trocken. Es ist unmöglich, sie zu essen. Es gibt noch Nudeln von Wednesday. Die Präsentation ist nicht schlechter als die von Enid im Wednesday-Stil. Als erstes möchte ich das Äuglein probieren. Gummibärchen? Genau, ich liebe solche. Wednesday, woher weißt du, dass Gummibärchen so cool zu Nudeln passen? Es ist unmöglich cool. So leckere Nudeln möchte ich ganz aufessen. Ich lasse nicht mal ein paar Tropfen Soße auf den Teller. Ich denke, der Gewinner ist offensichtlich. Wednesday hat die besten Nudeln zubereitet. Wie? Ich habe mich doch auch bemüht. Wednesday, räume sofort weg, auf der alten Frau Angst zu machen. Baby, bist du bereit, uns eine neue Aufgabe zu geben? Ja, ich will einen Cocktail. Könnt ihr den machen? Ganz einfach, wird bestens gemacht. Für dich, Enkelin, alles, was du willst. Okay. Ich kann Cocktails machen und jetzt werde ich so einen machen, dass du ihn nie vergisst. Die Grundlage für einen Cocktail wird ein normales Sprite sein. Wir müssen ihn in ein Glas so einer ungewöhnlichen Form gießen. Dann muss man eine geheime Zutat tropfen, die dem Sprite die gewünschte Farbe gibt. Es wird grün. Kuckuck. Ding, geh sofort zu Enid und bring mir Sahne. Was ist das für eine teuflische Hand? Verschwinde! Oma, beleidige meinen Partner nicht. Das Ding macht nur das, was ich sage. Ich brauche Sahne, um sie auf den Cocktail zu gießen und die Gummibärchenaugen draufzulegen. Ich gebe zu, die Gummibärchenaugen sind meine Lieblingssüßigkeit. Sie sehen cool aus und sind auch mega lecker. Ein roter Sirup schadet auch nicht. Worauf warte ich denn? Ich sollte auch anfangen, den Cocktail zu bereiten. Es lohnt sich definitiv, mit Gummibärchen zu beginnen. Zuerst teilen wir sie nach Farben auf. Fertig, jetzt müssen sie in Schichten in ein hohes Glas gelegt werden. Schaut nur, wie schön. Mit einem Föhn müssen diese Gummibärchen geschmolzen werden, damit sie zu einer homogenen Masse werden. Und der letzte Schritt ist Schlagsahne. Sie geben Getränken immer ein anständiges Aussehen. Ein kleiner Gummibärchen schadet auch nicht. Das ist wunderschön, Mädchen. Ihr habt so schöne und leckere Cocktails gemacht. Aber ich habe gar nicht an die Gesundheit meiner Enkelin gedacht. Ich mache gleich einen Cocktail, der in erster Linie gesund sein wird. Er wird aus verschiedenen Gemüsesorten bestehen, die ich in diesen Mixer stopfe. Und je mehr da reinkommt, desto besser. Ich stopfe so viel wie möglich. Es bleibt nur übrig, das Gemüse zu zerkleinern. Fertig. Mh, wie der riecht. Schrecklich. Ich kotze gleich. Oh, man! Komm schon. Aber meine Enkelin wird meine Sorge um ihre Gesundheit schätzen. Es ist Zeit, einen Gewinner zu wählen. Die Cocktails sehen alle sehr gut aus. Der Cocktail der Großmutter sieht am normalsten aus. Also fangen wir damit an. Ih, dieser abscheulige Zweig ärgert mich. Ich hoffe, ich mag den Cocktail selbst. Oh, das ist eklig. Oma, es ist unmöglich zu trinken. Der nächste wird der Cocktail von Enid sein. Er sieht viel leckerer aus. Ich liebe Schlagsahne. Es gibt hier so viel von denen. Ein solcher Cocktail sollte nicht getrunken werden, sondern mit einem Löffel gegessen. Man darf ja keinen Gramm der köstlichen Schlagsahne verpassen. Die Creme ist aus, Röhrchen kann raus. Seltsam? Warum ist der Cocktail so dick? Es ist unmöglich, den zu trinken. Wie kann ich einen Cocktail gewinnen lassen, den ich nicht einmal probiert habe? Nee, das ist sicher daneben. Wednesday, die ganze Hoffnung liegt an dir. Ich probier's.
Endlich lecker. Ich würde diesen Cocktail gerne ständig trinken, weil er wirklich sehr, sehr lecker ist. Ich kann einfach nicht aufhören. Das schmeckt so gut. Und wer ist der Gewinner? Offensichtlich. Wednesday, sie hat einen sehr coolen Cocktail gemacht. Enkelin, welche Aufgabe erwartet uns in dieser Runde? Oma, ganz einfach, mach deinen Salat für mich. Ich möchte was Leichteres. Also, Salat? Salat wird gemacht. Enkelin, ein paar Minuten und es wird fertig. Du bekommst einen Salat. Gerade sind bei mir die Blätter für den Salat gereift. Lassen wir es die Grundlage des Salats bilden. Als nächstes gehen Käse und Zwieback. Anscheinend kenne ich sogar das Rezept für diesen euren Teesaal. Wir dürfen die saftigen Kirschtomaten nicht vergessen. Sie werden die Deko des Salats und seines Geschmacks sein. Fertig? Ausgezeichnet! Ich habe herausgefunden, wie man einen Salat nicht nur lecker, sondern auch schön macht. Thema Blumen. Ich mache kleine, aber sehr süße Blümchen aus Gemüse. Ich habe sogar die passenden Formen. Meiner Meinung nach ist das eine coole Idee, weil das echt wie ein Blumenstrauß aussieht und auch schmeckt. Ja, Blumen, langweilig. Dem Salat fehlt etwas Dunkles. Ein paar Basilikumblätter zum Beispiel. Ich bin begeistert von diesem Schädel, also wird er auch auf dem Teller stehen. Auf diesem Schädel werde ich die anderen Zutaten, Käse und Schinken anlegen. Jetzt müssen wir die ganze Sache mit Ketchup füllen und zwei Augen einfügen. Der Schädel sieht so viel interessanter aus. Was für ein Horror. Wenn ich es nachts so sehen würde, würde ich aus Angst fallen. Aber es ist immer noch nicht meine Entscheidung, sondern die von unserem Baby. Hurra, endlich ein leckeres Essen. Was hast du diesmal gekocht, Wednesday? Wie entsetzlich, ich habe noch nie so schreckliche Salate gesehen. Man kann den nicht essen und nicht berühren. Nein. Mal sehen, womit mich meine Großmutter überrascht. Ihr Salat sieht dem Caesar wirklich sehr ähnlich aus. So ein Salat bin ich bereit, ständig zu essen. Ich will nicht mal aufhören. Ich will den Teller schnell leeren. Hier ist es wirklich lecker und gesund. Ich werde jetzt sehr stark sein. Aber vorher werde ich die Blumen von Enid probieren. Puh, es ist nur Gemüse, nicht lecker. Der Salat meiner Großmutter gewinnt. Oma, lassen Sie sich nicht ablenken. Baby ist bereit, eine neue Aufgabe zu geben. Ich möchte einen Donut zum Nachtisch. Du bekommst einen Donut. Die liebe ich auch. Die kann ich auch backen. Ich stelle mir schon vor, wie langweilig die werden. Wieso denn so? Im Allgemeinen ist Hauptsache, dass sie lecker sind. Sie werden ja nicht nur angeschaut, sondern gegessen. Ich werde wieder etwas Buntes machen. Genauer gesagt, wird jeder meiner Donuts seine eigene Farbe haben. Normalerweise mögen Menschen sowas. Was war das? Kommt nicht zu mir. Lenkt mich nicht vom Backen ab. Meine Donuts sind fast fertig. Ein Teil der Arbeit ist erledigt. Zeit zum Dekorieren. Natürlich, wohin ohne roten Erdbeersirup? Er sieht wirklich wie Blut aus. Aber das ist noch nicht alles. Mit Hilfe einer weißen Glasur werde ich ein Muster in Form eines Spinnennetzes zeichnen. Als hätte ich diese Donuts aus einem Spinnennest geholt. Ding, ich brauche Nutella. Bring es her. Gut gemacht. Ohne dich würde ich keine Fledermäuse machen. Schaut, wie cool. Zuerst beißen wir am Kopf ab. Ich habe wirklich schöne Donuts hinbekommen. Interessant. Ich möchte Donuts nicht so viel dekorieren. Um ihren Geschmack interessanter zu machen, streue ich einfach Puderzucker auf die Donuts. Jeder liebt es doch. Also wird meine Enkelin auch glücklich sein. Meine farbigen Donuts sind auch fertig. Sie sind so schön. Man kann jetzt sogar Fotos mit denen machen. Das ist cool. Aber das ist noch nicht alles. Zu diesen Donuts ist ein farbiges Streutopping ideal. Man muss es nur öffnen. Oh, jetzt ist meine ganze Zunge süß geworden. Aber macht nichts. Es ist Zeit für Baby, einen Gewinner zu wählen. Interessant, Wednesday hat wieder etwas Ungewöhnliches gemacht. Sogar Fledermäuse sehen köstlich aus. Nicht schlecht.
Aber ich gebe zu, ich habe mehr erwartet. Die nächsten Donuts werden von meiner Großmutter kommen. Bevor ich sie essen kann, möchte ich einen kleinen Turm bauen. So wird es viel bequemer sein, sie zu essen. Gewöhnliche Donuts, lecker, aber es gibt nichts Besonderes an ihnen. Mal sehen, was Enid mir zukommen lässt. Ihre Donuts ähneln am meisten denen, die ich so sehr liebe. Es ist unmöglich lecker. Enid, es ist offensichtlich, deine Donuts sind die besten.